Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Schöne Version. Also ich bin bei den Festspielen, ich glaube, in meinem 18. Jahr in dieser Funktion, also als Chef des Festspielchores, seit dem Jahr 2000. Das heißt, es wird auch sozusagen eine dezente Spielzeit. Jetzt wollen wir ein paar Sachen hier klären. Erstens, viel zu laut. Zweitens, auf den Stellen, die da heißen, scheint mir nicht der Rechte, zu unrhythmisch. Die erste Phrase des Takts, die 4/16, müssen Sie wirklich ausrechnen, um zu kapieren, wie schnell oder langsam die sind. Das, was man machen muss, ist aus diesen vielen individuellen Sängern, die da kommen, im Grunde ein Chor, ein Instrument. Also das muss man machen. Und die Arbeit ist sehr, sehr wesentlich. Natürlich ist auch Arbeit zu machen, dass man sagt, hier muss zusammen, hier ist Intonation nicht gut, hier ist zu laut, hier ist zu leise, das ist alles klar. Aber dass diese Gruppe als solche, die ja über das Jahr weg nicht zusammensingt, dass die ein Ensemble wird, das muss relativ schnell passieren. Einfach konsequent machen. Ich höre gelegentlich mal Fehlerchen, überwiegend richtig. Aber einfach konsequent machen, wie geschrieben. Ja, bald hängt, ja, dass sie klar sind. Weiter. Wenn Sie spüren ja, ich mache das dann zum Teil manchmal ein bisschen humorvoll, manchmal ein bisschen übertrieben, wenn ich den dann vormache, ja, um bewusst zu machen, so nicht, so wie ich vorsinge, so schlimm vorsingen wie ich, tut da keiner. Ja, aber das sind natürlich Dinge, die ein Arbeitsprozess sind. Und. Ja, nicht eilen. Schöner Werber. Werber, lachen. Übertrieben meckrig. Muss nicht schön klingen. Verstehen Sie, was ich meine? Schöner Werber. Ja? Du machst rrr. Werber. Schön. Konsonanten der Mobbingbeauftragte. Das, was der Regisseur oder auch ein Dirigent oder einfach was ein Bühnenbild an Anforderungen stellt und das umzusetzen, sodass man sagt, okay, das kriegen wir jetzt hin, das bringen wir auf Niveau und es klingt und es hat die Wirkung, ist natürlich immer wieder spannend. Aber das ist Oper, wissen Sie? Sonst es im Konzert zu machen, ist toll, aber ist eben was ganz anderes.